Ja, Leute, willkommen zurück zu unserem Let's Play Together Secret of Mana mit mir, dem Amras. Ja, und mit mir, dem Anfänger, Bernhard. Ja, so könnte man es tatsächlich sagen. Ja, wollen wir euch es kurz erläutern. Frei raus, wir kommentieren gerade nach. Ja, das werdet ihr überhaupt nicht merken, wenn wir Profis sind, denn die Menschen können widersprechen. So sieht's aus. Vielen Dank. Ja, es ist nämlich Folgendes passiert. Ich habe in einem Anflug von Sauberkeit meinen Rechner versucht ordentlicher zu machen und dabei sind mir wohl einige Dateien in den Papierkorb gerutscht, die da nicht hingehören. Ja, das passiert in den besten Familien. Ja, dass da irgendwo mal was hinrutscht, was wohl nicht hingehört. Genau. Jedenfalls habe ich auch schon, falls jetzt die Kommentare kommen, jegliches Recovery-Tool befragt. Leider hatte ich eine Aufnahmesession gestern, die eben diese Daten scheinbar überschrieben hat. Es ließ sich also nichts recovern. Und der letzte Ausweg bleibt jetzt nun nur, die Rohaufnahme quasi nachzukommentieren. Genau, aber da waren wir noch mit anderen Problemen konfrontiert. Und zwar, wenn man über, so wie wir, über Skype aufnimmt, dann ist der Ingame-Sound und in dem Fall war es meine Stimme, eine Tonspur. Das heißt, wir mussten jetzt auch, erstmal haben wir es nämlich geschafft, endlich ist der Albtraum vorbei, alles ist normal. Victor hatte recht mit dir und dem Schwert. Na, großartig. Aber ihr müsst jetzt weiter, nehmt den Schatz. Er gehört euch. Wir haben diesen Schatz für den Mana-Ritter bewacht, also für dich. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, dass wir jetzt auch den Ingame-Sound rausnehmen mussten, aber der liebe Bernhard hat hier schon gearbeitet und hat die Musik noch in den Hintergrund gelegt. Wir haben jetzt eben keinen Kampfsound oder Sound, wenn wir die Kisten öffnen, aber irgendeinen Mittelweg mussten wir halt in dem Fall finden. Ganz genau, ich habe nämlich alle Secret of Mana Sounds mal zusammengesammelt und MIDI in MP3 verwandelt, runtergelegt, welcher Sound gehört zu welchem, welcher Spielszene. Das ist knifflig, muss man sagen. Das ist auch ein Haufen Arbeit. Ich hoffe, dass ihr euch nicht daran stört, dass jetzt quasi die Kiste nicht mit einem schönen MIDI-Plumpster auf den Boden geht. Aber wie der Amras schon sagt, anders war es leider nicht möglich. Jedenfalls sind wir jetzt hier gerade, um mal kurz aufs Spielgeschehen einzugehen, bevor wir hier weiter aus dem Nähkästchen plaudern, gerade dabei unsere Belohnung abzusahnen, die wir nämlich bekommen haben, weil wir ja die Menschen wieder zum Sprechen gebracht haben in der letzten Folge. So sieht's aus. Und der König ist nämlich überglücklich, dass wir das geschafft haben und unsere drei Haupthelden. Das ist natürlich jetzt auch ein großes Problem, dass wir nicht so ganz wissen, was wir natürlich immer machen werden. Ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Unsere drei Haupthelden werden jetzt wahrscheinlich relativ planlos versuchen, Richtung Aquaria das zu rennen. Kann gar nicht sein, dass die planlos rennen. Das ist völlig ausgeschlossen. Ja, und während wir hier so zu Aquaria rennen, beantworten wir vielleicht mal so eine Frage, die relativ häufig in den Kommentaren war, nämlich wie wir eigentlich unser Let's Play aufnehmen. Genau. Zum einen, wie gesagt, viele Fragen kamen unter den Videos, einige haben wir auch beantwortet. Erstmal, prinzipiell ist wichtig, man hat einen Emulator, in unserem Fall den ZSNES. Ganz und genau. Man muss sich das Spiel als ROM besorgen. Und über bevor es jetzt böse Worte gibt, ja, ich besitze dieses Spiel als Cartridge. Ja, ich auch. Direkt. Ich auch. Ah, sehr schön. Wir besitzen dieses Spiel beide. Genau. Obwohl man, also man braucht ja eigentlich nur ein Spiel, weil man kann es ja mit den Controllern an einer Konsole spielen. Also da erstmal schon mal hier, ne? Das ist natürlich koscher. Klar. Also original sollten die Spiele immer vorhanden sein, ganz klar. Aber eben nur über diesen Emulator ist es auch möglich, quasi ein Netzwerk aufzubauen und wirklich auch zu zweit zu zocken, obwohl wir an zwei völlig verschiedenen Orten in Deutschland sitzen. Mit einem langem Kabel könnte es vielleicht auch klappen. Ja, mit sehr langem Kabel. Genau, und wir haben jetzt hier quasi so eine Internetverbindung und dieser Emulator, der kann das nämlich. Und der zweite Player, der wird quasi gesteuert vom Amras. Ich spiele hier gerade den ersten Player. Und über Skype machen wir quasi nebenbei unsere Telefonie. Das kann man natürlich wahlweise auch mit Teamspeak machen, wenn ihr Skype nicht habt. Und ja, so nehmen wir das dann immer auf, immer schön abwechselnd, damit die Arbeit ein bisschen geteilt ist. Genau, das war auch eine Frage zum Beispiel, warum wir die immer abwechselnd hochladen. Wie Bernhard schon sagt, dass nicht jeder immer die komplette Arbeit hat, sondern dass das eine ordentliche Arbeitsteilung ist, so wie es sein sollte. Ganz genau, man muss ja auch Folgenbeschreibungen schreiben und der Upload dauert ja auch nun mal seine Zeit. Genau. Gerade wenn man so eine schmale Leitung hat wie du, ne? Ja, ich habe nur eine 16.000er Leitung, die ist doch sehr schmal im Vergleich zu Bernhards Leitung. Ja, ich will ja jetzt eigentlich auf 100 aufsatteln, aber mal gucken, ob ich es mache.
Jedenfalls sind wir hier nach wie vor unterwegs. Oh, wir nehmen, guck mal, den gelben Hüpfer hier. Ja, die kleine Abkürzung. Ganz genau, sind wir nach wie vor hier unterwegs Richtung Aquaria. Ach, und vielleicht jetzt mal noch, wie wir das jetzt hier gerade mit dem Nachkommentieren machen, ist auch ganz lustig, die Geschichte eigentlich. Ja. Das Video war in Rohmaterial eben noch vorhanden und wir rennen jetzt quasi, also wir haben beide gleichzeitig auf Play gedrückt und schauen uns das Video jetzt quasi live mit euch zusammen an. Genau. Das heißt, der Bernhard hat das erstmal auf schlechte Qualität gerendert, hat es für mich bei YouTube hochgeladen und wir gucken uns das jetzt hier zusammen an. Ja. Was man eigentlich so für die Zuschauer macht, ne? Ja. Und wir sind quasi an dieser Stelle genauso unwissend wie ihr, weil es auch schon, also ich weiß nicht, aber 2 Wochen ist das bestimmt schon her, als wir das aufgenommen haben. Ja, kann gut sein, ja. Und also, wir wissen halt auch echt nicht mehr genau, was wir gemacht haben, geschweige denn, was wir geredet haben. Auf jeden Fall haben wir eine ganze Menge gezaubert, daran erinnere ich mich noch. Ja, gut, die mussten ja gelevelt werden. Frischen Helden nämlich leveln wollten. Wir hatten, glaube ich, Rocky gerade dazu bekommen und waren in der Lage, dadurch unsere Helden auf Level 2 zu leveln, weil sobald man einen weiteren Geist dazu kriegt oder einen weiteren Mana-Samen auch, kann man nämlich die Charaktere hochleveln. Genau, so sieht's aus. Und zu dem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, noch geglaubt, dass uns Aquaria nämlich aufheilen würde. Da war was, ja. Das hatte irgendjemand geschrieben. Dass wir nämlich da leveln sollen normalerweise neben Aquaria, weil die Gute uns ja heilt. Ja. Aber wir haben mit einem Problem nicht gerechnet, welches wir aber gleich sehen werden. Natürlich haben wir uns überlegt, wenn ihr uns in den Kommentaren schon diese Stelle hier rechts zeigt und vorschlagt zum Leveln, dass wir das wenigstens auch mal machen mit euch zusammen. Genau, das war der Vorschlag bei diesen Rotzpiranhas vor der Zwergenhöhle, vor dem Zwergendorf. Ich muss dich leider korrigieren. Ja? Das Zwergendorf ist am Elfenteich, ne? Okay. Das hier war die Stelle, wo wir Froster bekommen haben. Ach, richtig, stimmt, ja. Das ist ja wie gesagt auch schon länger her, stimmt schon. Wir haben ja extra vor Ostern ein bisschen aufgenommen, damit wir eigentlich was haben und da kam eben dieses Problem hier zustande. Naja, konnte man erstmal nicht mit rechnen. Jedenfalls haben wir hier ein Stück weit gelevelt, weil wir natürlich auch dachten, wir kriegen neue Magiepunkte. Aber ob das so sein wird, werden wir natürlich sehen. Wir zaubern hier auch erstmal alle Zauber durch, zum genau. Beispiel den Eisfrost hier, der hier leider nicht allzu viel Zauberschaden macht. Du zauberst schön die, ich glaube, Turbo-Aura oder so. Turbo-Antrieb heißt es, glaube ich, sogar. Ja. In der Tat. Schutzaura. Ja, Schutzaura und Turboantrieb. Die einen seine Statuspunkte verbessern, nämlich Abwehr und ich glaube, die Turboaura macht, glaube ich, Ausweichen und Trefferwahrscheinlichkeit höher, ne? So müsste es sein, genau. Genau, da und man nämlich... Schutzaura, wie der Name schon sagt, schützt eben vor Angriffen. Ah, jetzt sehen wir es gleich nochmal. Da zaubert sie im Eye Candy den Rocky aus der Tasche. Und ich finde es ehrlich gesagt mal ziemlich angenehm, nicht zocken zu müssen dabei. Ja, man kann ziemlich frei drauf losreden und muss sich tatsächlich nur auf eine Sache konzentrieren. Ich habe es ja vor ein paar Folgen bei Fire Emblem auch schon zelebriert, als ich mein Mikro eine halbe Stunde lang gemutet hatte und letztendlich nachkommentieren musste. Was ich total interessant fand und auch immer noch total interessant finde, wenn man sich das selber anguckt und nachkommentiert, fragt man sich manchmal selber, warum? Warum? Warum eigentlich? So dumm spielt man doch normalerweise gar nicht. Was habe ich mir dabei gerade gedacht? Oder, keine Ahnung, warum überlege ich da jetzt so lange und was überlegt man und so? Und warum geht die Blondine auf den linken Schalter? Ja, wer steuert denn die? Oh, wir müssen Aquaria kurz synchronisieren. Ja. Das warst du, glaube ich. Achso, der Mana-Samen des Wassers wurde gestohlen. Ich bin völlig ratlos. Das müssen sie getan haben, während Froster in Gefangenschaft war. Vom Wasser erfuhr ich, dass sie den Samen zum Elfenteich gebracht haben. Ich glaube nicht, dass sie zum Imperium gehören. Bringe den Samen zurück. Jo, und ja. Damit ist der nächste Auftrag klar. Und wir nicht geheilt. Und wir nicht geheilt. Das ist nämlich jetzt ein bisschen dumm. Da war das erste Mal, wo wir Scheiße geschrien haben. Machen wir jetzt aber nicht mehr, denn die Aufnahme ist ja weg. Der Mana-Samen des Wassers wurde gestohlen, wir sind ratlos und so weiter und so fort. Das haben wir gerade vorgelesen. Genau. Und da haben wir nämlich gerade versucht, scheiße, heilt ihr uns vielleicht, wenn wir das nächste Mal nochmal ansprechen, aber Pustekuchen. Das heißt, wir sind jetzt erstmal ohne Magiepunkte unterwegs. Ganz genau, und man merkt, dass wir verwirrt sind, denn wir laufen immer wieder auf die Schalter rauf. Wir sind uns nicht so ganz einig. Die Hilde und die Gretel sind sich nicht so einig. Ja, die Mädels halt. Dem ne? Horst ist alles scheißegal, der geht einfach nur mit. Ja, also im Grunde ist das Spiel eigentlich wie im echten Leben. Ne? Ja, es ist real life. Ja. Meistens haben die Frauen ja wirklich die Hosen an. Außer manchmal. So, und ich glaube, wir hatten dann nämlich die Idee,
dass wir uns beim Wucherkater nämlich heilen, wenn ich mich recht entsinne. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen, was wir da für Ideen hatten. Also wenn ich noch einigermaßen geistreich war in diesem Moment, habe ich das bestimmt vorgeschlagen, weil der Wucherkater hier in der Nähe wohnt. Ach ja. Da links nämlich. Ich glaube, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich, dass du es tatsächlich gesagt hattest. Und die kleine Gretel will auch unbedingt schon zum Ruffy. Und da ist auch schon die Bude von Ruffy. Genau, und vielleicht holen wir uns sogar noch ein bisschen Walnüsse. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht mal, weil wir uns dann ja heilen. Ich bin gespannt, ob wir es machen. Waren wir geistreich? Man weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir nicht sogar noch alle Walnüsse haben zu dem Zeitpunkt. Ah, wir waren geistreich. Erstmal geht's jetzt pofen. Pofen und vor allem mit der schönen Schlafanimation. Von Gretel, die einfach nur sensationell ist. Und irgendwem ist auch aufgefallen, dass die Hilde immer mit einer Hand unter der Decke schläft. Oh. Horst ist ja ein guter Junge. Horst hat ja beide Hände über der Decke. Ja. Horst hat... Eieiei, jetzt kriegen wir ganz viele. Jetzt haben wir feuchte Träume bei den Zuschauern. Oh Mann, ey. Gut, also handeln jetzt hier. Was kaufen wir denn? Ich bin echt gespannt. Miau. Walnüsse. Doch. Hatten wir doch nicht mehr alle vier voll. Jetzt langt's aber. Also eine hatten wir schon aufgebraucht. Wir kaufen jetzt, glaube ich, auch alles wieder voll, was geht. Also von allen Items vier. Lebenswasser und normale Heilmittel. Walnüsse. Stimmt, es gab ja einen Bosskampf. Ich weiß gar nicht, ob wir da welche verbraucht haben. Aber auf jeden Fall haben wir Walnüsse verbraucht. Ja, ich glaube. Und natürlich werden die Traumtulpen nicht links liegen gelassen, denn wir haben herausgefunden, das habt ihr auch geschrieben in den Kommentaren. Ist ja eigentlich auch klar. Es ist besser, wenn man die Monster mitnimmt, weil man dann eben mit dem Spiel quasi wächst. Und eben nicht so oft nachleveln muss. Dass man ab und zu mal nachleveln muss, wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Aber so ist halt die Häufigkeit nicht mehr so groß, dass wir das jetzt wegen mir nach jeder zweiten Aufnahmesession machen müssen. Was ja auch dann für uns nochmal zusätzlich Zeit kostet, was ja auch nicht unbedingt sein muss, wenn man es vermeiden kann. Aber es macht natürlich Spaß. Also ja, das Spiel macht schon übelst Laune. Das Kampfsystem ist schon nett. Oh, weißt du, ich habe gerade eine lustige Idee. Lass mal hier so die Schlaggeräusche vertonen. Probier mal. Okay, wusch. Tap, 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 tap. Sackgasse. Sackgasse, da ging es so hoch, nicht runter. Tap, 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 tap. Oh, tap, runter. Wusch. Weep. Zip, zip. Zip, zip ist gut. Rip, zip, zip, zip. Wow. Frostwelle. Schutzaura, alles klar. Und jetzt kommt hier wahrscheinlich... Platz. Yeah. Okay, jetzt wieder, denke ich, niveauvolleres Comment. Warum? Warum? Im Grunde könnte man eine Stunde lang so machen, ne? Ja. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu langweilig. Es soll ja schon Let's Plays gegeben haben, wo man nur ein Wort die ganze Zeit gesagt hat. Und da will ich unbedingt mit aller Gewalt zurück und will diese Kiste holen. Und dann fällt mir aber, glaube ich, auf, oder dir, da kann ich mich irgendwie gerade voll dran erinnern, dass wir ja sowieso alles voll haben und da eh nur Sachen drin sind, die wir nicht gebrauchen können. Außer ein Droggelbecher vielleicht. Oh, Droggelbecher, wie ich dieses Wort hasse. Wo kam das eigentlich her? Also ich weiß, dass das in Deponia dieses Special-Ding war. Genau, und ich habe das Video nicht gesehen, aber vielleicht... Ich habe alles davon gesehen. Ja? Vielleicht hat Gronkh sich mal wieder gedacht, Leute dazu aufzufordern, das unter Videos zu schreiben. So, Anfälle hat er ja manchmal. Du, Michael, mir ist gerade was übelst Dummes passiert. Was denn? Und zwar, habe ich mit so einer Schere rumgespielt, ja? Ja. Du ahnst es vielleicht? Nee. Und die Schere, die ist mir auf die Tastatur gefallen. Bei welcher Minute bist du denn gerade? 13:55. Pass auf, ich mach das jetzt hier so ungefähr, ja? So, ich bin jetzt bei 14:12. Ja, ich bei 14:05. Dann mach ich's nochmal. Jetzt bin ich bei 14:12. 14:12 bin ich jetzt. Ja, ist klar, dann passt das ja jetzt ungefähr. Da ist mir doch echt, das heißt, da haben wir echt so viel Mühe gemacht mit dem Synchronisieren. Ah, jetzt passt es ja wieder. Ja, 14:20 bin ich jetzt. Und du? Ja, 14:25. Na, ist vielleicht auch gerade voll interessant für die Leute zu sehen, wie wir uns hier krampfhaft probieren zu synchronisieren. Ja, passt schon. Also ich sehe jetzt hier gerade so einen Zauberschutzaura Level 1. Ja, und ich sehe jetzt Rocky wird ausgewählt. Die Schutzaura wird ausgewählt und sie wird gezaubert. Jetzt. Dann lassen wir es einfach dabei.
und schauen uns an, dass wir hier so weiter durchgehen. Ich denke fast, dass es vielleicht sogar eine gute Moment ist, um vielleicht mal ein paar zu beenden. Ja, wir sind sowieso gerade bei 15 Minuten. Das und dann können wir nämlich das ganz neu synchronisieren an der Stelle. Passt ziemlich gut, ja. Und meine Dummheit mit der Schere gibt sich dann weg. Dann würde ich mal sagen, genau. Warten wir einfach ab, wie die Kinderchen ins Bett laufen und schlafen gehen. Genau. Bis zum nächsten Part. Tschüss.